Es ist das Spektakel der Schwimmwettbewerbe. Die norddeutschen Mastersmeisterschaften kommen nach Berlin und ziehen über 120 Vereine aus 8 Bundesländern in die Hauptstadt. Das ist ein sehr wichtiger Wettkampf für mich in der Saison, norddeutschen Meisterschaften. Das ist ja schon etwas Höheres, kein einfacher Wettkampf. Man trifft nochmal auf Konkurrenz, die man auf den kleineren Wettkämpfen nicht hat. Die Schwimmer treten von der Altersklasse 20 bis zur Altersklasse 85 in verschiedenen Einzeldisziplinen, aber auch in Staffelwettkämpfen an und stärken sich dabei gegenseitig. Auch wenn man Konkurrent hat oder keine Konkurrent hat und der eine ist besser, schlechter, aber diese ganze Atmosphäre ist einfach herrlich. Hier kommen aber nicht nur die Masters des Schwimmens zusammen, sondern auch alte Freunde und Bekannte. Für Luisa Obermark aus Flensburg hat die Halle eine ganz persönliche Bedeutung. Berlin ist einfach cool. Die Halle mochte ich schon von klein auf. Wir haben immer die deutschen Meisterschaften stattgefunden früher. Und deswegen war es auch ganz besonders schön, mal wieder hier zu sein. Aber auch für Berliner Mannschaften ist es etwas ganz Besonderes, bei dem Wettkampf in vertrauter Umgebung anzutreten und ganz motiviert viele Bestleistungen zu erbringen. Ich bin sehr zufrieden. Das waren eigentlich alles Bestzeiten, auch teilweise unerwartete Sachen. Jetzt auf dem Podest zu stehen ist nice to have, ist mir tatsächlich nicht so wichtig, weil es mir eigentlich mehr um die Zeiten geht, aber so eine Medaille ist schon was Schönes. Die einzigartige Mischung der Vereine und Altersklassen macht die Norddeutsche Mastersmeisterschaft zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Teilnehmer und zu einem Spektakel der Schwimmwettbewerbe.